Mein Name ist Beda Mast, ich bin der Leiter des Bieler Kammerorchester. Ich arbeite im Sinfonieorchester Biel-Solothurn. L'Orchestre de Chambre de Bienne est un orchestre purement d'amateurs, ce qui est assez rare dans la région quand même. Ich leite das Kammerorchester seit bald 3 Jahren und ich kann sagen, dass es für mich eigentlich eine schöne Freizeitbeschäftigung ist. On est un orchestre où il y a des francophones, des alémaniques, des plus jeunes, des moins jeunes. Wir spielen vor allem Repertoire aus der Klassik und aus dem Barock und haben uns in der letzten Zeit ein bisschen darauf spezialisiert, Sachen aufzuführen, die sonst nie aufgeführt werden. Der andere Weg, den wir gehen, ist, dass wir recht häufig jungen Solisten eine Chance geben, speziell hier aus der Stadt oder aus der Umgebung. Wir können sagen, wir sind kein Jugendorchester. Uns ist das Durchschnittsalter eher ein höheres. Aber ich glaube, die Mitglieder dieses Orchesters haben ein erfreulich gutes Niveau. Und was hat es für Berufe in unserem Orchester? Avant, il y avait beaucoup de médecins, de dentistes. Akademiker hat sicher viele, oui, glaube ich. Oui, oui. Ja. Ja, also neue Mitglieder sind bei uns herzlich willkommen. Aber man kann sagen, wir haben eigentlich erfreulich viel, ja, Nachwuchs, wie man kann sagen, dass immer wieder jemand kommt. Wir haben also nicht wirklich Personalsorgen. De temps en temps, il vient quelqu'un de nouveau qui fait de la propagande parce que ça lui plaît. Et puis après, comme ça, on commence à continuer de grandir. Was auch erfreulich ist bei uns, ist, dass wir ein Stammpublikum haben, wo wirklich treu unsere Konzerte besucht. Wenn wir hier drinnen ein oder zweimal pro Jahr Konzerte haben, können wir wirklich auf eine volle Kirche zählen. On a la chance de pouvoir jouer à l'église du Pascard, qui est une église magnifique et que le public apprécie aussi beaucoup.